Na, ihr Freunde, das weiterentwickelten. Okay. Na, ihr Freunde des weiterentwickelten Puppenspiels. Jetzt gegeben mir mal Antonia das Heilmittel. In der letzten Episode habe ich ja Champion Victor besiegt. Endlich. Okay, es waren, glaube ich, nochmal 3 Versuche mehr, glaube ich. Es war eigentlich, wenn man mal eine Nacht drüber geschlafen hat, etwas alles. Ah. And my belief has been rewarded. She can be cured. It feels like a dream. The possibility of imminent death, though. Why won't pain ever leave her alone? I cannot make this choice. Every option is painful. I cannot know what's best for her. What would... Yes. I suppose ignoring her pain wouldn't be right. Thank you so much. No matter what happens, I will accept it. I will administer the medicine. Please accept this token of my gratitude. Warum fragt Band, ja? Was ich sagen wollte, wenn man mal bei so einem Boss drüber schläft, mal genauer nochmal nachdenkt, was er eigentlich. Und sich nochmal das Video anguckt, was man aufgenommen hat, und das nochmal das Moveset sieht, ja, dann kommt meistens noch Klarheit. So, kann ich dir jetzt noch irgendwie dir irgendwas nochmal noch sagen? Nee. Anscheinend sind alle Dialoge jetzt ausgeschöpft. Ich kann nochmal zurück in den Akt gehen, denn es gibt noch. Es gibt ja noch diese Rätseltür, die ich jetzt endlich öffnen kann. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, wo die war. War, glaube ich, war die unterhalb von diesem Kronleuchter? Ich glaube schon. Doch, da müsste die gewesen sein. Unterhalb von dem Leuchter. Hier einfach alles brennt, ne? Und der Stuhl, der ist einfach unzerstörbar. Das ist auch sehr interessant. Also wahrscheinlich schon mal kein Stuhl von Ikea. Jetzt kann ich ja nicht mal alles wieder ändern. So, das kommt rein. Das könnte auch mal rein. Einfach. Für eine schnelle Repair. So, wo war die Türe? War die irgendwo hier oben? Nee, die muss unten gewesen sein. Die ist aber gleich hier. Das ist natürlich extrem convenient, dass sie gleich hier ist. Und auf damit! So, wieder Nachricht für uns. Sie gingen durch die Tür. Es ist Zeit, die wahre Bedeutung der 3 Säulen zu verstehen. Ja, toll. Auftritt des Tages. Die größte Sängerin von Kratestars. Schade, dass sie nicht singen kann, weil ihre Zunge herausgeschnitten wurde. Was? Was? So, auf damit. Ein Quarz und ein Strahlungskonverter. Oh, ich habe einen Error. Moment. Willkommen zurück hier in alter Frische. Ja, da war kurz ein. Das Game mal kurz am Crashen gewesen und ich habe jetzt, wie gesagt, davon was Neues bekommen. War das, oder? Nee, Strahlung. Störung. Bin ich behindert? Das war doch sowas hier. Das ist sowas. Irgendwas mit Strahlungskartusche. Warte mal. Oder ist das hier hinten drin? Nee, das ist nicht hier. Gesten wird es auch nicht sein. Kostüm ist es auch nicht. Amulette vielleicht? Nee, hier ist es auch nicht drin. Es muss aber hier irgendwo sein, theoretisch. Hier wird es auch nicht sein. Ja, das ist auch nicht. Material ist es definitiv nicht. Geschlossenheitskurbel haben wir einige. Ja, ich müsste dann auch mal langsam wieder zum Boss-Seelenhändler. Ah, der ist ja jetzt schon im nächsten Gebiet, glaube ich. Der ist schon vorangeschritten. Diese Kartusche. Ich finde die gerade nicht. Ist die. Ist das Buggy? Wegen dem Absturz? Oder.
Baldi würde ich schon gern haben wollen. Kartuschen. Und da muss ich die kaufen oder irgendjemanden geben. Das wäre irgendwie noch. Ja. Okay, es ist schon mal kein Sammlerstück. Was auch hätte sein können. Kann ich hier irgendwas geben? Nee. Ich wüsste halt nicht. Warum ich das jetzt denn irgendwo finden kann. Wo ist denn das Ding hin? Nee, Brech war es nicht. Schock. Keine Ahnung. Kein Plan. Ich kann mal das Kostüm mal ändern, oder? Das Puppenprinzen? Ja. Kann man eigentlich nehmen. Das hatte ich jetzt vorgehabt. Das war noch vom Anfang hier. Ach komm, ich bleib mal dabei. Aber hier gibt es noch nichts Neues, ne? Höchstens das. Okay, das passt aber gut zusammen. Das passt gut zusammen. Aber ich weiß halt immer noch nicht, wie dieser Kartusche. Die würde ich halt echt gerne ausrüsten. Irgendwas mit Strahlung war das. Aber irgendwie habe ich die nicht. Aber immerhin habe ich den Quarz. Kann ich da vielleicht oben wieder was machen? Mit dem Quarz. Das wäre nämlich ziemlich schön. So etwas Upgrades. Ja doch, scheint anscheinend was zu gehen, oder? Hier oben schon was reingetan? Nee, ne? Okay, eine Pulszelle. Ah, nee, Wiederherstellung von Pulszellen verbessern. Das verstärkt den Effekt. Klingt gut. Macht Fabelkünste stärker. Waffen aufwerten. Haltbarkeit minimal ist. Feinden. Wäre auch gut. Effektzeit brauche ich nicht. Erhöht den überwältigenden Angriff von Ladungsangriffen. Ach so, ja gut. Dann würde ich sagen, hau ich mal das rein. Dann gehe ich, muss ich jetzt hier irgendwas anderes wählen. Schaden beim Ausweichen verringern. Ja gut. Fabelkünste. Pulszellen erhöhen. Ja, das kommt definitiv rein. Und dann brauche ich noch genau einen Quarz. Dann brauche ich noch einen Quarz, den ich gerade nicht habe. Hast du noch einen Dialog für mich? Tut mir leid, wegen den Büchern. You don't remember much beyond Rosa Isabel Street, do you? Ask me about areas you want to know about. The barren swamp was originally vacant, useless land. It became a massive dumping ground when the factory started disposing. The polluted groundwater spawned strange creatures. And rumors whisper of rare treasure in a monster's nest. Ah, ein Monster. Klingt ja wunderbar. Ich frag mich, was das irgendwann mit sich bringt. Diese wachsende Nase, ob das irgendwie... Wahrscheinlich was mit Lügen zu tun hat, oder? Wenn wir lügen. So, dann muss ich jetzt aber nochmal. Als nächstes geht es, glaube ich, hier weiter, oder? Wir haben jetzt diesen Schlüssel. Es gab ja noch diese eine Tür da gegenüber, wo dieser Jetpack-Typ von oben runter kam. Na gut, das war kein Jetpack, aber es war hier so ein Kanister, wie auch dieser Victor auf dem Rücken hatte. So was war das ja genau. Vielleicht. Ist ja jetzt der Schlüssel dafür da, um das zu öffnen. Das wäre natürlich wunderbar. So, wo ging es da runter? Hier. Ist der Typ jetzt wieder am Leben? Für alle Fälle haue ich mir einfach mal ganz kurz nochmal meine Sense an. Nö, der ist und bleibt tot. Sehr erfreulich. Kann ich jetzt diese Tür aufschließen da? Ja, das ist genau dafür da.
Geil. Ach, Sophia, Mensch. Respekt. Da habe ich es einfach durchs Dach durchregnet. Okay, das Glas oben ist kaputt. Ergibt Sinn, aber... Was? Heiligenstatue der Barmherzigkeit. Du kannst mit der Heiligenstatue der Barmherzigkeit eine Zurücksetzung des Systems durchführen. Okay, also quasi respecken. Und sogar mit Bonfire hier gleich. Das ist noch viel besser. Dass wir gleich was zum Porten haben. Na, Sophia? Gut, dann das heißt, ich kann jetzt bei ihr respecken gehen. Oh, this device must be powered by gold coin fruit. A new life for an old puppet. Legionswaffe zurücksetzen. Ich würde gern. Die Falkeneis. Das könnte ich auch nochmal zurücksetzen, um einfach noch so ein Ding zu bekommen. Das brauche ich eigentlich nicht wirklich, ne? Die Aegis, da reicht mir das normale Aegis aus. So, das würde ich gern behalten, einfach dass man im Laufen das noch irgendwie. Komm, ich möchte gern diesen anderen Mega-Dingens haben, diesen anderen Mega-Move. Da kann ich eben mein Fulminus nur einsetzen, wenn ich gerade, wenn ich Zeit habe, um stationär zu bleiben, aber egal. Ach, ich bin doof. So, dann kann ich jetzt nochmal zurückgehen zur Werkstatt. Und dann damit endlich mal eine Legionswaffe auf Endstufe haben. Mit diesem genialen Angriff. Hoffentlich ist der auch irgendwie nützlich. Weil die Puppenschnur war ja Ewigkeiten lang eigentlich jetzt nicht so wirklich der Bringer. Na, mal gucken, das soll angeblich laut Aussagen anderer ziemlich bastet sein. So, Kettenangriff. Und ein Achievement. Stärkste Legionswaffe. Geil. Dafür gibt es also wirklich ein Achievement. So, dann gehe ich nochmal den Legionsarm ändern. Ne, das geht nicht hier. Okay. Dann geht's am Rastpunkt. Das ist auch so eine Sache, die ich immer wieder vergesse, ne? Legionswaffe wechseln. Und zwar die Puppenschnur. Hat ein Technik-Scaling von A tatsächlich. Das ist echt gut. Aber ich brauche auch mal wieder welche. Schleifstein, wenn es jetzt auf einen Puppenfriedhof geht, bleibt mal drauf. Also Blitz, bleibt mal drauf. Einfach, weil ich denke, dass es am besten passt. Dann gehe ich nochmal ganz kurz Steine kaufen von dem Typen da hinten. Und erstmal nochmal ein paar davon mitnehmen, also eine. Genau, eine mitgenommen. Wie viel kosten die nochmal gleich? 3 Stück? Stalker, please. Ich würde gern, das war das, ne? Genau, Lebenspunkte. 8 Stück, ja. 7 davon wurden eingelagert in die Kiste. So, dann geht es jetzt mal weiter zur Müllhalde, oder? Ich will immer noch wissen, wegen dieser Strahlungskartusche. Oder ist die vielleicht... Ja, hier ist sie auch nicht drin. Dekodierer, Venini-Münze. Respekt als Geste, ja. Ich glaube, das wäre sogar sinnvoll, die auszurüsten, oder? Für später mal, für irgendwelche Sachen.
Vielleicht kann ich die auch einsetzen bei der Antonia, um einfach noch mehr Menschlichkeit zu bekommen. Wir probieren es mal aus. So, Respekt. Oh, it's you. Come here. I've been in such a good mood all day. I have a feeling I'll be in better shape in no time. And you better not underestimate me just because I'm not as spry as I used to be. I know you and Polandina are up to something. Still, I haven't felt this happy in a while. Only kind people can give others this sort of happiness. I always treasure a day like today. Thank you. So, und Respekt. F für Respekt. Bringt nichts. Na gut. Gut, das heißt, der Dialog ist jetzt ausgeschöpft. Dann geht's mal. Kann ich bei dir noch was sagen? Nee, du hast auch nichts Neues für mich. Dann geht es jetzt weiter in der Geschichte. Und wir gehen zum großen Konferenz-Dingenskirchen, sondern von da aus geradeaus durch. Ja, Vector war dann, wenn man sich ein bisschen besser anstellt, nochmal drüber schläft, ist ja gar nicht so schwer gewesen eigentlich. Der war, ist auch objektiv leichter als der Puppenkönig. Der Puppenkönig, der war schon deutlich schwerer. Oh. Ich glaube, der hat die Evolution nicht ganz so gut überlebt. Glaube ich. Kann ich den eigentlich kaputt machen? Isle of Alchemists. According to the guide, Vanini visited that place. That's something, I guess. Der gute alte Vanini. Keine Gegner hier. Das ist ziemlich verwundernd. Ist hier wirklich alles friedlich? Ist mal eine schöne Abwechslung, wenn es mal friedlich ist. Ach, das sind die beiden ja wieder. Hey. Ciao, Bello. It seems you and I share a strong connection. Talking to an alchemist is like talking to a brick wall. That's also an alchemist. Brother, you should say hello to your friend. Ich bin nicht mal ein Alchemist. It is true that we are in something of a bind. We're going to need to consult with our old friend. You got that right, sister. Our pal is sure to help us. We didn't behave that badly at his last shindig. I hope. A moment, please. My young brother here is slowly but surely losing his very sight. His windows to the world, to a terrible, slow-working illness. That is why I seek the gold coin fruit. It's set to work miracles, and do I ever need one? The alchemists give us just enough to keep him going, but not enough to cure, and never what they promised. We can't rely on those crucible-kissing wizards. Please, don't make me beg. He needs this. Besides, for a fellow who raided the Black Rabbit Brotherhood's den and walked out in one piece, it'll be as easy as eating your weight in bomboloni. Please, the gold coin fruit is the only thing that helps. Please. Ich komm, nimm. We knew you were a true friend and generous. That's right. I liked you from the start, you know. Just out of feeding. If you felt otherwise, that wasn't me. Ignore this one. When he gets excited or just feels happy, he gets chatty. But he really is grateful. We both are. Das hoffe ich. On that note, I hate to borrow and run, but we have another request from the alchemist to take care of, so we will be staying behind. You'll need to go on without us. So, I suppose this is farewell. I won't ever forget your kindness. Here, a small token, but it's a gift from the heart. Now go. Eine Schallplatte.
Quixotic. Wow. You need me? I was surprised when the bell rang. The Isle of Alchemists, you say? And monsters. This is a nightmare. I'm living my own nightmare. Puppets and alchemists, forget it. It is their secret island. A place hidden from the world. But even if we could find it, how to get there? What about... I don't know if it even works anymore. But one still requires fuel, needs must when the devil drives. There could still be a way. A dangerous but marvelous mode of transportation. But it won't work without a golden ergo. My research, well, Purcinella did a lot of the heavy lifting, has led me to believe you can find one deep within the barren swamp. It's also led me to believe it is guarded by actual monsters. No, I'm not going to tell you the details yet. Not until we have that golden ergo. It's just not worth getting our hopes up, compagno. So, machen wir auf das Ding hier. Und dann einmal ab in den Sumpf. Nächster Halt, der Sumpf. Denn nur Sumpf ist Trumpf. Ja, der Witz, der war unvermeidlich. Ich wüsste, ach gut, mir fallen auch keine anderen Witze mit Sumpf ein. Das ist so ziemlich das Einzige, was mir gerade so im Kopf rumher schwebt. Und meine Stimme ist wieder am Sterben. Okay, das ist also die Müllhalde. Ja, hier liegt einiges rum. Hier liegt so manches Zeug rum, ne? Straßenbahnstation zum kahlen Sumpf. Ist hier irgendwo ein Stargazer? Puppen sind alle tot, ne? Hier lebt gerade gar nichts mehr. Und da hinten sind überall Items. Auch ein prachtvolles Fragment, ja. Ist schön, aber so irgendwie wäre es geil, mal was zum Rasten zu haben. Was? Reiseführer? Wie gesagt, wer will, anhalten und durchlesen. Die Puppen kann ich alle nicht anvisieren. Das heißt, die sind alle wohl nicht mehr so am Leben. Ah, sehr schön, Stargazer. Ja, den habe ich doch gewollt. Gut, dann gibt's bloß einen Weg erstmal. This place is... Okay, there's no easy way to say this, but it's a public graveyard. Och nö, nicht nur schon wieder. The city tried to stop it, but eventually had much bigger concerns. So, einmal das, nochmal das hier. So, und nochmal das hier. Ja. Okay, die sind mittlerweile, vor allem diesen ganzen Power-Ups, gar nicht mehr so ein Problem. Kann ich da irgendwie hoch? Das würde mich jetzt interessieren. Gut, da oben ist auch alles alles dicht, von daher scheißegal, aber okay, der Typ war leichter als es vorher immer war. Gerade diese eine Mine war das echt so der Endgegner für mich. Das ist... Auch nicht wieder Hunde. Aber du bist zum Glück alleine. Bis jetzt. Noch ein leuchtendes Ergo-Fragment. Ah, noch ein Hund. Und eine Kiste da hinten. Und zum Glück nichts von hinten. Ah. Überhitzung. Die Hunde machen anscheinend kein Brechen oder was? Kein Biegen und Brechen.
So, was ist hier drin? Isolierungskonverter. Belfort. Ach, mehr für Strom quasi. Ach, das war das mit dem Strahl. Das war ein Konverter und keine Kartusche. Ja gut, mein Fehler. Und wo? Ach, da drüben. Alter, geht denn mal aufs Schwein, du. So, ganz schnell zum Hund. Ah, der lässt sich selber... Der sprengt sich selber in die Luft. Ganz großes Kino. Erstmal müssen die Schützen weg. Habe ich vielleicht irgendwas, was ich mal draufballern kann? Och nö, da oben ist ja noch so ein Dude. So ein Clown. Aber der ist ein bisschen defekt. Autsch. So und bam. Und bam. Ja. So und einmal den hier. Und Clown. Durch den Baum durch. So, kaputt, Junge. Oh, Legionskaliber, schön. Aber erstmal beende ich die Folge hier. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl und tschüss.